Lange Zeit waren der junge Kaiser und sein Papst nicht getrennt, denn Otto der Dritte musste schon bald nach Italien zurückkehren, diesmal um die rebellierende Stadt Tivoli, auf Lateinisch Tibur, zu belagern. Otto der Dritte nahm die Stadt relativ mühelos ein, weigerte sich aber, die Bevölkerung brutal zu bestrafen. Dies führte in Rom zu großer Empörung, da man dort Tivoli als einen Feind betrachtete und große Hoffnungen daran knüpfte, dass Otto die Stadt brandschatzen und zerstören würde. Doch damit ging ein noch größeres Problem einher. Otto und Silvester hatten einen radikalen Plan ausgeheckt, der die Macht der Päpste in der Zukunft eingrenzen sollte. Hier müssen wir einen kurzen Ausflug machen und ich möchte es knapp halten. Die mittelalterliche Macht Vatikans über Rom und das lateinische Italien, also letztendlich der Grund, warum es in all den Jahrhunderten keinen italienischen König gab, sondern die Macht Roms beim Papst ruhte, hatte mit einem Dokument zu tun, das Constitutum Constantini hieß und das wir heute als die Konstantinische Schenkung bezeichnen. In diesem Dokument wird bezeugt, dass der oströmische Kaiser Konstantin I., auch genannt der Große, dem besagten Papst Silvester I. und all seinen Nachfolgern eine politische Oberhoheit über Rom, Italien und letztendlich ganz Westeuropa gibt. Wir wissen nun schon seit über 500 Jahren, dass die Konstantinische Schenkung ein gefälschtes Dokument ist, das um das Jahr 800 hergestellt wurde. Man findet heute immer noch den einen oder anderen lustigen Theologen, der das schön zu reden versucht, doch die gesamte Struktur der Mutterkirche, wie sie in Europa durch die Jahrhunderte gewirkt hat, basiert vollständig auf einem Trickbetrug. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach nur eine inzwischen etablierte Tatsache. Nun ist es so, dass sich erst in der Reformationszeit langsam und mühsam die Erkenntnis zeitgenössischer Gelehrten durchsetzte, dass dieses Dokument eine Fälschung sein muss, und bis dahin galt jeder, der das Dokument anfocht, als Heretiker höchster Stufe. Doch es hatte nur einen Herrscher gegeben, der dies getan hatte. Otto III. Erklärte in dem Jahr 1001 mit der Unterstützung von Papst Silvester II. Die Konstantinische Schenkung für ungültig. Dies war eine Maßnahme, die in klerikalen Kreisen in Rom wie ein Erdbeben gewirkt haben muss. Es ist leicht vorstellbar, dass Gebert von Aurillac hier seine Finger im Spiel hatte. Er war einer der führenden Fachleute Europas für alte Texte, und wenn jemand imstande war, die logischen und anachronistischen Fehler des Dokuments aufzudecken, dann war er es. Die Zweifel an der konstantinischen Schenkung lagen da schon länger in der Familie. Schon Ottos Großvater, Otto der Große, hatte da so seine Probleme mit der Validität dieses Dokuments. Doch eine solche Radikalreform, wie der junge Otto sie nun kurzerhand in 1001 durchführte, war unerhört. Doch die römische Bevölkerung hatte diesen Schritt gar nicht erst verdaut. Sie waren alle noch mit der Schmach von Tivoli beschäftigt und dass ihre Blutrünstigkeit nicht ausreichend befriedigt würde. Doch Ottos Ratgeber legten dem jungen Kaiser nahe, sich doch aus der Stadt zu entfernen, zumindest solange keine Verstärkung aus dem Norden eingetroffen war. Da war wohl eine Art pulverfassartige Stimmung in der Luft. Otto III. Und Silvester II., also Gebert von Aurillac, zogen somit nach Ravenna. Dies war keine Flucht, mehr ein strategisches Umsiedeln. Sie wollten dort Buße leisten, während Otto eine Armee aushob, mit der er nach Rom zurückkehren wollte. Allerlei Quellen berichten davon, dass der junge Kaiser in diesen Tagen recht depressiv war, ein Begriff, der damals nicht existierte. Man sprach von Melancholie und seelischer Zerrissenheit. Otto soll in dieser Zeit, falls man die Geschichten glauben kann, auch den Einsiedler Romuald aufgesucht haben. Diesem hat er geschworen, seine Krone einem Würdigeren abzugeben und in Jerusalem ein Mönch zu werden. Doch es kann sein, dass damals viele Herrscher unentwegt diese unsinnigen und realitätsfremden Versprechen abgaben, dass sie unentwegt in dem christlichen Dilemma zwischen Bescheidenheit und Weltmachtansprüchen nach Orientierung suchten. Zum Jahresende begann langsam der Feldzug nach Süden. Die Verstärkung durch die gerufenen Reichsbischöfe kam eher zögerlich. Eine euphorische Mission war das Ganze nicht. Doch während der Reise durch Norditalien stellten sich beim Kaiser plötzliche Fieberanfälle ein. Vermutlich von der Nacht des 23. auf den 24. Januar 1002 verstarb Otto III., unvermählt und kinderlos, in der Festung Paterno nicht weit von Rom. Der Leichenzug Richtung Norden zeigte die Tragweite der Spaltung zwischen Italien und Deutschland.
Entlang des Weges schallten unentwegt Buhrufe und mancherorts mussten die Truppen sich mit gezückten Schwertern den Weg freikämpfen. Otto III. War in Italien äußerst unbeliebt. In seinen letzten Lebenswochen fühlte sich der junge Kaiser vermutlich sehr missverstanden. Der Historiker Donald Bullough schreibt dazu: Seine Pläne und Ideen starben mit ihm. Als die Missionierung der Ostgebiete wiederaufgenommen wurde, geschah es mit dem Schwert und nicht durch friedliche Bekehrung. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aber überdauerte die Jahrhunderte und erlosch erst in 1806, als Franz II. Die Kaiserwürde niederlegte. Und die bleibenden Errungenschaften der Ottonenzeit? Wir dürfen sie wohl weniger auf politischem Gebiet suchen als auf kulturell-geistigem. In der kontinuierlichen Wirksamkeit der deutschen Domschulen und Klöster, die gerne unterschätzt wird, in den Meisterwerken der ottonischen Kunst, einer Architektur, in der sich ein neuer, kraftvoller Stil entwickelte, die Romanik, in der Abkehr der bildenden Kunst von den klassischen Vorbildern und der Hinwendung zum visionären, erhabenen, übermenschlichen in Form und Inhalt. Im Anbruch eines neuen, auf die Kunst des hohen Mittelalters hindeutenden Realismus, wie er sich in den von Bischof Bernward in Auftrag gegebenen Kunstwerken bekundet und schließlich in der nachdrücklich vertretenen Ansicht, dass Staatsgewalt auf keinen Fall mit Tyrannis gleichgesetzt werden darf. Das ist kein schlechter Nachruf. Man hatte sehr oft angedeutet, dass beim Tod von Otto III. Unnatürliche Dinge im Spiel waren, vor allem, dass man ihn vergiftet hatte. Doch dies waren die üblichen Gerüchte der Straße. Die populärste und zugleich auch aberwitzigste Verschwörungstheorie, die damals am Anbeginn des 11. Jahrhunderts kursierte, besagte, dass Stefania, die Witwe des hingerichteten Crescentius, sich einem jungen Kaiser herangemacht hatte, seine Geliebte geworden war und den Zugang zu Otto dafür nutzte, um ihn aus Rache systematisch zu vergiften. Otto III. Wurde in Aachen beigesetzt, neben Karl dem Großen. Für Gerbert muss dies ein herber Schlag gewesen sein. Seine Freundschaft und Loyalität zu Otto III. War tief. Er hielt sich von Rom fern, da er dort um sein Leben fürchten musste. Erst Anfang 1003 kehrte der Papst aus Ravenna nach Rom zurück. Viel konnte ich über diese Zeit nicht herausfinden. Offensichtlich fand Gerbert von Aurillac einen Weg, sich mit dem römischen Adel zu arrangieren. Und das bedeutete vermutlich in erster Linie, dass die zuletzt vom Kaiser initiierten Veränderungen unter den Tisch fallen gelassen wurden. Doch dann, im Mai 1003, verstarb Silvester II. In Rom. Er wurde in der Erzbasilika St. Johann in Lateran beigesetzt. Sein Nachfolger wurde Papst Johann, ein typischer Marionettenpapst, der von den Crescentiern aufgestellt wurde. Auch bei Silvester gab es allerlei Gerüchte darüber, dass er vergiftet wurde, ebenso von Stefania, doch Genaues ist darüber nicht bekannt. Zumindest konnte ich nichts finden, das schlüssig war. Was jedoch nach seinem Tode sogleich zunahm, waren die Legenden über Gerberts Zauberkräfte und all die unglaublichen Erfindungen, die er angeblich erfunden hatte, inklusive eines magischen Kopfes, der angeblich alle Fragen beantworten konnte. Nach dem Tod von Silvester II. Gingen in Rom die Orgien aus Gewalt, Intrige und Sex erstmal eine Weile weiter. Das 11. Jahrhundert war angebrochen und sollte berühmt werden durch den Investiturstreit zwischen dem deutschen Kaiser Heinrich IV. Und dem Papst Gregor VII. Das Jahrhundert sollte schließlich mit dem Ausbruch des sich seit 4 Jahrhunderten anbahnenden Glaubenskriegs zwischen Christen und Moslems zu Ende gehen, den wir bis heute etwas euphemistisch als den Kreuzzug bezeichnen. Gerberts Visionen mochten zu hoch gegriffen sein, doch es ist recht deutlich, dass für ihn, den Gelehrten, die Renovatio Imperii Romanorum in erster Linie der Idee galt, mehr Frieden in Europa zu bewirken. Ob nun die Renovatio Imperii eine folgenschwere Spinnerei war, kann ich nicht so recht beurteilen. Letztendlich entscheidet Erfolg und Misserfolg über die Bewertung eines historischen Sachverhalts. Hätte Otto und Silvester weitere 20 Jahre zur Verfügung gehabt, die Sache hätte vermutlich ganz anders ausgesehen. Ihre Idee war nicht abwegiger als die Visionen eines Alexander des Großen oder Kaiser Augustus oder eines Napoleons. Doch am Ende hatte der Tod entschieden. Wäre es anders gekommen, es ist nicht auszuschließen, dass heute Magdeburg oder Meißen die Hauptstadt Deutschlands wären. Hochspekulativ, ich weiß, aber was wäre wenn, gehört irgendwie auch dazu. Und das ist alles, was ich zu diesem Thema in Erfahrung gebracht habe. Unsere kleine historische Reise endet hier.
Ich hoffe, sie war zumindest für einige interessant. Ich verstehe, dass das alles nicht so aufregend ist, wie jemandem dabei zuzusehen, wie er ein Computerspiel spielt und es dann als Video ins YouTube hochlädt. Oder irgendwelchen Produktauspackvideos beizuwohnen. Oder endlosen Plaudereien darüber, wie genial Marvel-Filme sind. Und doch wohnt dem auch eine gewisse Ironie inne, denn all das ist nur eine Fortsetzung einer Welt, an deren Schaltstelle vor 1000 Jahren Gerber von Ariak saß. In diesem Sinne, lasst euch nicht polarisieren.